So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Folgendes, also mir wurde erstmal ein Kommentar geschrieben, ob ich denn mal mit einem Deck im erweiterten Format spielen kann. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon oft genug gemacht, aber wenn ihr es immer und immer wieder sehen wollt, warum ist mein Knackrack-Deck gestunt? Heiko ist verboten? Die Leute haben Heiko verboten. Lass mich raten, in meinem Counter-GX-Deck ist Heiko drin. Naja, wir spielen mit dem Biene-Meier-Deck. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich ein Sumpex-Deck mit Makago und glaube ich noch irgendwas machen kann. Das ist schon sehr, sehr präzise, aber klar kann ich machen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es zum nächsten Mal. Heute schaffe ich es auf jeden Fall nicht, aber wie gesagt, nächstes Mal sollte es drin sein. Und nochmal danke an alle, die mir für die Prüfung einzahlen und auch mit nächster Woche oder so Bescheid geben haben. Ich habe doch schon öfter gesagt, die Prüfungen 3 sind am 3., am 6. und am 14. Also es gibt auch Leute, die haben mir für alle Prüfungen gewünscht. Also ja. Danke dafür, aber auch für die Leute, die mir bei einer Prüfung Glück wünschen. Also kann ich gebrauchen, weil die eine wird ja extrem heftig, also wahrscheinlich ging es dann auf diese Prüfung und ja, obwohl ich da sagen muss, ich habe gestern beim Lernen mit einem Kumpel etwas verstanden, was mir die ganze Zeit so ein bisschen an tieferem Verständnis gefehlt hat. Sorry, ich musste gerade mal gähnen, ich bin noch etwas müde. Das hat mir extrem geholfen, also ja. Mal gucken. Ich bin froh, wenn die Prüfung rum ist. Aber gut, das ist man, glaube ich, immer. Ich kenne niemanden, der sagt, oh ja, Prüfung, die will ich jetzt unbedingt. Nein, will niemand. So, was machen wir denn jetzt? Machen wir eine Nachtwanderung? Ja, eisiger Schnee bringt es nicht. Also Vibrovumme oder Nachtwanderung. Nachtwanderung ist, glaube ich, noch zu schwach, aber dafür können wir es nächste Runde endgültig töten. Okay, oder auch nicht. Da hätten wir auch die Vibrovumme einsetzen können. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass wir ein bisschen stärker sind. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das Overlay anhabe. Ja, jetzt wisst ihr es. Da hat Pasch Zeit zum Aufnehmen. Ja, gut. Ich denke, das wird sich machen lassen. Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke schon. Das ist natürlich das Problem, dass wir keine Pokémon mehr losgeworden sind. 60 Schaden machen wir 120. Ja gut, über die Zeit reicht's, ne? Problem ist, er wird jetzt wahrscheinlich mit dem Granithammer zuhauen. Und dann ist unser Pokémon weg. Dann können wir aber mit Bienenvergeltung zuhauen, dann ist das Pokémon weg. Dann haben wir beide zwei Preiskarten genommen und wir haben Mew verloren und unsere Gegnerin hat ein Branawatz verloren. Alles nicht so gelbe vom Ei. Okay, stattdessen wird auf unser Honweisel eingeprügelt. Das war, glaube ich, das Dämlichste, was unser Gegner hätte machen können. Will ich jetzt einfach mal pauschal behaupten, weil wir halt diese 100 Schaden durch die Schwäche haben. Und damit ja praktisch hier unendliche Möglichkeiten. Und das Vieh hat auch noch eine Schwäche, das Mewtwo. Also wenn wir das richtig machen, können wir gleich unseren Schaden nochmal maximieren. Dann ist das Mewtwo auch weg. Doppelfarblos? Ja, war klar. Okay, dann sind wir eher weg.
zwei Preiskarten, ist klar. Ja, das Mewtwo hat auch eine Psy-Schwäche. Das bedeutet, wir können gleich auch zurückhauen. Und ratet mal, was wir tun werden. Oh, ich habe die falsche Karte gewählt. Es war egal, welche Karte ich wähle, solange es nicht die ist. Und ratet mal, was ich wähle. Da war der Wolf kurzzeitig dämlich. 160 ist. Hätte ich das Pokémon noch mit weggeschmissen, es wären 180 gewesen. Es hätte gereicht. Bei der Zeit machen wir 80 Schaden, machen wir 100 Schaden. Vorteil ist, wir können mit dem Hornweißel dann mit dem Informationssammler einfach das Vieh besiegen. Was hast du für eine Schwäche? Stahl wahrscheinlich, ja. So, dann holen wir uns mal eine Energie zumindest. Die legen wir schon mal an. Dann machen wir jetzt einfach nur ganz harmlos den Informationssammler. So. Ja, noch so ein Angriff von uns überlebt sie nicht. Obwohl, sie hat noch zwei Preiskarten. Wir müssen theoretisch das Alola Vulnona besiegen. Führt kein Weg dran vorbei. Aber das ist ja auch machbar. Vor allen Dingen, da wir keine Rückzugskosten haben. Und ich sag mal, 110 Schaden ist jetzt auch nicht so viel. Ich meine, es ist viel, keine Frage. Aber es ist ein Betrag, den wir hinkriegen. Wir brauchen bloß noch eine Energie. Alola Vulnona GX. GX klingt übel. So, aber jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass wir hier eine Schocks haben. So, wen holen wir uns da? Wen holen wir uns da? Wir holen uns noch so eins. Schmeißen wir jetzt ein bisschen was weg, nämlich das da. Und ich würde sagen, jeweils eins davon. So, jetzt ist halt die Frage, wie ich es mache. Ziele ich direkt auf das Alola Vulnona? Ich glaube ja. Machen wir es aber ein bisschen anders, weil ich möchte diese Vergiftung gerne loswerden. Außerdem haben wir dann eine unnötige Karte weniger. Und falls ihr euch fragt, warum ich das Mew nicht spiele, ich, obwohl noch drei Preiskarten... Ich möchte halt nicht die Möglichkeit bieten, die drei Preiskarten zu nehmen. So. Und jetzt kommt wahrscheinlich das GX-Pokémon, aber das GX-Pokémon hat keine Verteidigung. Weil keine Energie. Und selbst mit ein bisschen Energie, das reicht nicht. Eisiger Pfad. Wir können ja mal gucken, wie viel wir haben. Wir haben hier 3 plus 2 macht 5 plus 3 macht 8. Macht 180 Schaden, die wir mit einem Schlag zufügen können. 180 reicht aber noch nicht. 180 ist zu wenig. Schwäche können wir keine ausnutzen. Heißt für mich, wir müssen jetzt erstmal Schaden machen. So, wahrscheinlich wird jetzt nächste Runde mit eisiger Pfad der ganze Schaden wieder weggeschoben. Nehme ich jetzt einfach mal ganz stark an. Warum habe ich Mew nicht gespielt? Ich habe vergessen, dass wir ja eh ein Ex-Pokémon haben, das, wenn es vorgezogen wird, viel zu viel Schaden nimmt. Ja, eisiger Pfad. Das soweit war klar. So, wenn wir jetzt so ein komisches Band hätten,
hätten wir schon gewonnen. Haben wir aber nicht. Das bringt uns jetzt auch recht wenig. Aber wir meinen jetzt mit Nachtwanderung 160. Okay, wir haben hier irgendwo. Stimmt, das sind 8, ne? 8 mal 2 sind 160. Sollte ich eigentlich wissen. Hypnotoxic Laser könnte sie jetzt gewinnen. Wenn sie mit ihrer Eisklinge unser WhatsApp auf der Bank umbringt und unser WhatsApp vergiftet. Hat sie aber nicht. Das heißt, wir gewinnen. Jetzt gegen Ende habe ich aber noch gesehen, dass das durchaus ein Problem sein könnte. Ich sage aber dennoch gut gespielt. Denn das war gut gespielt. So. Illusionstal. Aber ich habe ja eh noch Energie. Also den Angriff können wir so oder so einsetzen. Und das ist unser Sieg. Ich habe heute noch nichts off-topic erzählt, aber ich bin irgendwie gerade im Spiel drin. Nur noch 5 Tage. Ich muss das Ding langsam mal gewinnen. Ja, was kann ich ansonsten erzählen? Gigi-Rabatt. Okay. Ich habe Disenchantment angefangen, die Serie. Und muss sagen, anfangs wirkt sie doch etwas mit Sexwitzen. Und das Ganze auch ein bisschen übertrieben, also ein bisschen arg prollig, finde ich. Aber, mausert sich. Und es hat Humor. Es hat Humor. Es hat ein paar Flachwitze, aber es hat Humor. Und Flachwitze mag ich. Und da gehen die Meinungen auch auseinander. Also wer die Serie nicht kennt, das ist von Macher des Sims. Das habe ich doch letzten Part schon erzählt, oder? Habe ich das nicht letzten Part erzählt? Genau das. Ich meine ja. Warum habe ich jetzt mein Stadion weggeschmissen, weil ich doof bin. Genau das ist es. So, das und das mache ich mal weg und hole uns jetzt mal ein Pokémon, das zumindest was kann. Nee, ich habe unser Stadion weggeschmissen, das Pokémon kriege ich nicht, aber das hier. Was habe ich denn noch nicht erzählt? Prüfungszeit habe ich schon mehr als genug breit getreten. Ich weiß nicht, was ich noch nicht genug breit getreten habe. Ich hab, nach dem Aufstehen gucke ich immer erstmal kurz, so für die ersten 15 Minuten auf YouTube, was da so alles gemacht wird, geschrieben wird und so weiter. Und da bin ich auf etwas sehr, sehr Interessantes gestoßen. Nämlich eine neue Betrugsmasche tatsächlich, die angewendet wird. Da gibt es Firmen, unseriöse Firmen, wie man sich denken kann, die wirklich ihre Kohle damit verdienen, illegal IPs zu kaufen, also beziehungsweise Adressen zu kaufen von IPs, von Leuten, die auf ihre Werbung gedrückt haben. Und schicken denen dann einfach Pakete im Durchschnittswert, denke ich mal, so um die 100 Euro zu. Und sagen dann, hier haben sie bestellt, nehmen sie ihr Paket. Jetzt bezahlen sie bitte. Das finde ich doch etwas arg frech. Ich meine, ich gehe doch auch nicht auf der Straße zu irgendwem. Drück ihm irgendeinen Mist in die Hand und sag: Ja, super, nach 20 Leute suchen.
Ja, ich möchte wenden. Und sag hier, das wollten Sie doch. Jetzt geben Sie mir bitte 100 Euro. Das ist doch Quatsch. So funktioniert Wirtschaft nicht, Leute. Das ist Betrug. Und betrügerische Firmen, ich frage mich auch, haben die Leute eigentlich... Was haben die Leute für Probleme, dass sie meinen, immer betrügen zu müssen? Weil da sage ich wirklich, die haben Probleme. Weil das ist nicht cool. Man kann nicht einfach Leute betrügen. Wenn man sich's verdient hat, okay. Also wenn man jetzt sagt, ich krieg 100 Euro dafür, dass ich ein Produkt zugesandt habe, was die Leute gekauft haben, dann ja, aber nicht ein Produkt, das die Leute sich angeguckt haben. Sonst wäre ich arm. So oft, wie ich in ein Schaufenster geguckt habe. Oder an einer Konditorei oder irgendwas vorbeigegangen bin. Hätte ich jeden Kuchen, den ich da angeguckt habe, kaufen müssen. Ich sage euch, ich wäre pleite. Und das ist nicht dieses Phänomen, das aber wirklich leider gibt, dass Leute, die nicht genug Probleme haben, sich praktisch Probleme ausdenken. Also das ist ja kein Witz, das klingt zwar ein bisschen komisch, und das machen die auch gar nicht mit Absicht, das sollte ich vielleicht dazu erwähnen, sondern diese Runde läuft extrem schlecht. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das vorkommt. Leute, die, also im Allgemeinen, man kennt das ja, irgendwelche Leute regen sich dann über Sachen auf und sagen, ihnen geht's so schlecht, die nicht schlecht sind, also was weiß ich. Ihr kennt's alle. Die Leute aus der Schule, die immer nur Einsen schreiben und dann heulen, wenn sie eine 2 kriegen, als Beispiel. Oder ich hatte letztens mit dem Lernkumpel, mit dem ich gestern gelernt habe, auch die Unterhaltung über YouTuber und dass er dann früher mal einen englischsprachigen YouTuber, ich weiß jetzt nicht, wer genau, geguckt hat. So, das ist jetzt aber eigentlich völlig egal, weil ich will eigentlich, dass er mich fertig macht. Das beginnen wir nochmal neu, das Match läuft überhaupt nicht. Und er den dann irgendwie aufgehört hat zu gucken, weil der halt so, jeder, der irgendwas für der Feminist gleich Feminazi setzt. Also, wenn ich das mal kurz erklären kann. Also, als Feminazi bezeichnet man diese Leute, die es damit ein bisschen übertreiben mit dem Feminismus. Feminismus ist eine tolle Sache. Ich bin selber auch für Gleichberechtigung der Frauen. Ich finde, das ist ein Hauptthema. Ich denke, jeder sollte machen, was er will. Und ich habe ja schon mal gesagt, Gleichberechtigung ist für mich auch wirklich Gleichberechtigung. Das heißt, nicht Frauen arbeiten, Männer bleiben im Haushalt, sondern jeder entscheidet selber, was er machen möchte. Und sollte für gleiche Leistung gleich bezahlt werden. Und gleich behandelt. Also, mir ist auch egal, ob mein Schrein... Beispiel jetzt Simpsons-Folge, wo Marge eine Schreinerei eröffnet und Homer praktisch als Aushängeschild machen muss, weil die Leute nichts von einer Frau geschreinert haben wollen. Das wäre mir jetzt völlig egal. Ich meine, ich will die Arbeit gemacht haben und ich würde beides gleich bezahlen. So. Ich finde, das sollte wirklich gleichberechtigt sein. Ich meine, wenn ich eine Freundin habe, dann hoffe ich, dass sie kochen kann. Das liegt jetzt aber nicht an Feminismus, Antifeminismus, sondern es liegt daran, dass ich einfach verdammt normal so dämlich zum Kochen bin. Es ist wirklich so. Das ist traurig, aber es ist so. Ich kann nicht kochen. Ja. Aber die Leute, die es übertreiben, das sind dann diese Leute, die sagen, wenn irgendwo in der Sprache ein Wort Maskulinum ist, also der Stuhl, ist er Fazit männlich und das ist schlecht. Leute, ich bin männlich. Bin ich schlecht? Ich glaube nein. Es ist nicht unbedingt schlecht, wenn Wörter Maskulinum und Femininum haben. Es sind Gegenstände. Und niemand würde sagen, oh ja, Stühle. Die sind männlich. Wird keiner sagen. So blöd ist auch keiner. Glaube ich.
Man weiß es ja nicht. Einstein sagte, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die Dummheit der Menschen. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber gut, das sind halt Leute, die übertreiben und dieser YouTuber hatte zum Beispiel alles gleich diesem Übertreiben gesetzt. Also jemand sagt, Frauen sollten gleich bezahlt werden, ist einer, der das übertreibt. Das ist Quatsch. Frauen sollten gleich bezahlt werden. Bei gleicher Leistung. Obwohl ich da auch die Arbeitgeber verstehe, die natürlich sagen, ja, wenn eine Frau dann schwanger wird, was bei Männern ja nicht so oft passiert, dann kommen da Verluste rein und so weiter. Aber ja, trotzdem, wenn nicht, dann hat die Frau halt gelust, weil sie weniger bezahlt wird. Und das, finde ich, darf nicht passieren. Aber ja, und sich dann über Sachen aufzuregen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, also dann wirklich so diese Sachen aufs Extremum führen, sich über solche Sachen aufregen und Leute dann wegen irgendwas antifeministisch sein und sowas, oder auch diese Alt-Right-Bewegung, die sich tatsächlich in Videospielen darüber beschwert hat, dass man in manchen Spielen auf Nazis schießt und sie als negativ darstellt. Leute, die Nazis waren Verbrecher, Kriegsverbrecher. Okay, nicht alle, gebe ich zu, manche haben ja auch mehr so, ich will selber nicht sterben, also mache ich halt mitgemacht. Aber im Allgemeinen waren das Verbrecher und ich finde, die darf man ruhig als böse hinstellen. Ich meine, es gab einen ganzen Haufen Tote und das ist echt nicht gut. Im Ersten Weltkrieg kann man, ob Deutschland da wirklich Hauptträger des Krieges war, kann man sich jetzt drüber streiten. Aber im Zweiten Krieg ist es ganz klar, ja, ist es. Und die Nazis darf man ruhig als Bösen hinstellen. Wobei ich im Ersten Weltkrieg, da habe ich auch in der Schule ein bisschen verschlafen. Also da kann ich auch nichts Genaues zu sagen. Aber ja, das sind so Probleme. Die Leute regen sich dann über irgendwas auf und warum? Weil sie nicht genug Probleme haben. Weil, wenn wir jetzt mal zum ersten Beispiel, das mit dem Mädchen oder der Person. Bei mir waren es immer Mädchen. Wir hatten so eine, die hat immer nur Einsen geschrieben und dann hattest du mal eine 2 oder eine 3 und hat geheult. Und der Rest der Klasse war froh, wenn sie eine 2 gekriegt hat. So. Und, wenn jetzt Krieg wäre beispielsweise und das Leben in Gefahr, dann wäre wahrscheinlich die 2 oder 3 jetzt nicht so schlimm gewesen. Und das ist es halt. Das ist tatsächlich eine Studie, die könnt ihr nachlesen. Ich wollte es jetzt auch nicht so breit treten, aber ich wollte irgendwas zum Erzählen haben. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Trading Card Game. Und guckt doch mal bei Monster Hunter rein. Meine Freundin hat ein wunderschönes Thumbnail gemalt. Würde mich freuen, wenn ihr es anguckt und auch mal zu sagen, wie toll ihr es findet, weil das Bild ist super. Gut, Leute. Dann sehen wir uns, wenn es weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.